Wenn ich mein Leben überblicke, so muss ich anerkennen, dass es gerade in die Zeit der schnellen Entwicklung der Naturwissenschaften fiel und dass ich mich der elektrischen Technik schon zuwandte, als sie noch ganz unentwickelt war und daher einen fruchtbaren Boden für Erfindungen und Verbesserungen bildete. 31 Jahre alt war Werner Siemens, als er und sein Kompagnon Georg Halske 1847 im Hinterhof eines Berliner Mietshauses mit zunächst drei Handwerkern den Bau von Telegrafiegeräten begannen. Hauptprodukt der Telegrafenbauanstalt Siemens und Halske, wie sich das Unternehmen nannte, war der Zeigertelegraph, der die Nachrichtenübermittlung jener Zeit revolutionierte. Jahre später hat Graham Bell in den USA das Telefon erfunden. Siemens entwickelt verbesserte Telefonhörer und nimmt die Serienproduktion auf. 1881 geht in Berlin das erste Fernsprechamt Deutschlands in Betrieb. Aus der Dynamomaschine, deren Prototyp Werner Siemens schon 1866 konstruiert hatte, entwickelt sein Chefingenieur Friedrich von Hefner-Alteneck den Elektromotor und den Generator zur Erzeugung elektrischen Stroms. Der elektrische Antrieb gibt den Weg zur arbeitsteiligen Produktion frei. In unseren Tagen bleibt Handarbeit dort, wo es auf Präzision ankommt. Aus der Winzigkeit der heute mehr als 100 Jahre alten Dynamomaschine entwickeln sich die überwältigenden Dimensionen moderner Elektrizitätswerke. Menschliches Format vermittelt die elektronische Datenverarbeitung, deren Vorfahr einstmals der elektrische Zeigertelegraph war. Mich bewegt der Schmerz, dass es mir nicht vergönnt ist, an der vollen Entwicklung des naturwissenschaftlichen Zeitalters erfolgreich mitzuarbeiten, schreibt Werner von Siemens am Schluss seiner Lebenserzählung.